Königsblauer S04. Königsblaue Schalke. Also wie man gehört hat, Rolf ist mittlerweile auch da. Ja. Geht? Ja. Passt schon. Geht ja gar nicht. Kalle, Rolf, sein Mikro geht nicht, sagt er. Alle? Zwei. Jetzt haben wir alle einen. Moin oder Glück auf? Nein! Ich hab Mittag schon. Mahlzeit, Glück auf, ihr Lieben! Glück auf! Seid ihr von gestern noch alle hier? Ja! Ehrlich, ja? Na, haben wir auch allen Grund hier durchzufeiern. Habt ihr auch gefeiert gestern? Gestern war nämlich was Schönes, ne? Ein ganz knapper Sieg, ja? Fast auf Beinahe. Ja! Ludi, fang an, du bist schon die ganze Zeit hier unten, wir sind noch gar nicht warm, wir drei. Wir haben noch Kuchen zwischen den Zähnen. Ja, dann euch nochmal recht herzlich willkommen. Für die Leute, die euch jetzt nicht kennen sollten, mal kurz ein paar Daten, ja. Auf der rechten Seite der lange Mann aus Ibbenbüren, geboren 1990, unser Torwart. 1,98 Meter. Hör mal, knallt sich jemand auf Kopf gegen eine Ratte? Ist das schon mal passiert? Das ist ja auch noch. Zum Glück noch nicht. Aber zieht er besser einen Helm an. 94 hat er angefangen bei SV Uffeln. Warum muss ich das jetzt alles vorlesen, Mann? Bis 2002, von 2002 bis 5 bei Grün-Weiß Steinbeck, von 2005 bis 2008 bei SC Preußen Münster. Auf Schalke ist er seit 2008. Und sein Erfolg, natürlich der Pokalsieg 2011. Auf der linken Seite. Auf der linken Seite, wie ich jetzt persönlich feststellen muss, mit einer außergewöhnlich super Frisur und einem sehr, sehr netten Bart. Gefällt mir sehr gut. Christian Fuchs. Geboren 86, ist er mit 25 Jahren alt, geboren in Neunkirchen in Österreich mit einer Größe von 1,86 Meter. Gewicht habe ich nicht rausbekommen, ich schätze mal 123 Kilo, kommt er mir vor hin. Ja, ich habe Menschenkenntnis. Du meinst mich mit 123, ja? Angefangen hat der Christian 92 bis 2001 in SVG, was heißt das? Spielvereinigung? Bitte? Dann ist er abgegangen zum 1. Wiener Neustädter SC. Da ist er auch Profi geworden, 2002 bis 2003. Ja, dann ist er abgegangen 2003 bis 2008 zum SV Mattersburg. Dann wurde es ganz, ganz exotisch. Von 2008 bis 2011 war er in, warte mal, ich muss dich aber, VfL Bochum. Ist das richtig? Ganz exotisch. Wo ist das? Vorort. Der Tag war von mir eh. Dann ist er abgegangen nach Mainz. So, Freunde, Titel und Erfolge. Österreichischer Cup-Finalist 2006 und 2007. Das war doch dann. Und sein größter Erfolg, Freunde, DFL Supercup-Gewinner mit dem geilsten Verein der Welt, dem FC Schalke 04. Derby-Sieger, hey! So, jetzt muss ich mal, bevor ich jetzt weiter hier zu deinem sportlichen Werdelauf komme, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich dann gehört habe, dass ihr kommt, habe ich tagelang recherchiert, spioniert, telefoniert, um messerscharfe Fragen heute zu stellen. Und die erste ist, Christian, ich habe rausbekommen, du bist Österreicher. Wie konnte es dazu kommen?
ist halt meistens so, wenn die Eltern auch in Österreich sind. Ja, dann habe ich keine Fragen mehr. Also für die Frage konntest du schlafen auch nicht. Also Ludi, das hat dreimal gesagt, er ist abgegangen. Er ist abgegangen. Hast du dreimal gesagt, ne? Also solange ich das verfolge, wie lange du hier in Deutschland Fußball spielst, in den beiden Nachbarstädten, ja, du gehst immer auf die Zäpfchen, wenn du spielst, ne? Und besonders bei uns, oder? Ja. Ja, das ist unsere erste dritte Halbzeit nach dem tollen Pokalsieg. Und an diesem Pokalsieg sollen ja auch alle teilhaben. Das war ja ein ganz tolles Erlebnis in Berlin gewesen. Ich fand das wunderbar, wie die Mannschaft sich danach auch auf der Fanmeile präsentiert hat. Die kam gar nicht, diesmal, ihr braucht so wenig Lauf wie möglich, wenn er gut zuspielt. Und jetzt sind wir zum Tor von Raoul. Ne? Ihr habt es ja gar nicht im Stadion so richtig gesehen, ne? Doch. Ja, du hast ja nur... Doch. Auf 110 Meter. Ich hab's im Fernsehen noch gedacht, aber auch in erster Sache, ne? Ja, man wundert sich immer bei ihm, er steht im Rücken zum Tor und weiß irgendwie trotzdem, der Torwart ist da und lupft ihn dann drüber. Also, glaube ich auch, ne? Also, das war wirklich schon toll. Ja, ja, aber ich höre nochmal Raoul. Was ich aber auch jetzt mal anmerken muss, das war die Flanke von Christian, wie gesagt, messerscharf analysiert. Ich glaube, es war so um die 30. Minute rum, da hast du von halb links auf Raoul gespielt, der stand am Fünfer, der hat leider den Fuß nicht mal dranbekommen. Also da habe ich echt mit der Zunge geschnallt, so muss ich sagen, also so einen linken Fuß hätte ich auch schon gerne. Da muss man auch sagen, dass der Christian mit seinen messerscharfen Flanken und... Was lass denn du mit hast eh zwei linke Füße, ich gehe lieber zu den nächsten und von euch eine Frage hier. Wer ist ich? Du bist ich. Na, du bist ich. Ja, erstmal guten Morgen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Die erste Frage habe ich an Lars. Lars, in der letzten Saison, als du hier warst, hast du dich noch als Lehrling bezeichnet. In dieser Saison bist du ja schon aufgestiegen zum Gesellschaft. Bleibst du denn den Verein so lange erhalten, bis du dann auch Meister wirst? Also Meister, nicht deutscher Meister, sondern die Nummer 1 im Tor. Ja, ich hoffe doch, dass hier irgendwann die Nummer 1 sein kann. Und ja, das liegt jetzt daran, wie es für mich weitergeht. Ich habe ja noch dieses Jahr Vertrag und wie es dann weitergeht, müssen wir nochmal gucken. Aber ich will natürlich hierbleiben und auch die Nummer 1 werden. Ja, ja, letztes Mal ist ja mal ein Lehrling, jetzt ist ja ein alter Fuchs, haben wir gesagt, ne? Ja, meine Frage an dich, Christian. Hast du ja gestern erst mal mitgekriegt, wie geil das ist, bei uns in der Arena zu gewinnen? Er hat es ja schon mal angemacht. Ja, es gibt Dinge, ja. Aber was ist für ein Gefühl, zu wissen, dass in zwei Wochen 99% von uns hier wollen, dass du als Rücken aus der Arena gehst, dass du auf Boxen kommst? Ja, das ist natürlich etwas schwerer, wenn es alle hinter uns stehen. Und gestern war der Hammer, Du kannst vom Glück aus sagen, du bist der einzige Öse, der am 2.9. Applaus kriegt. Das will ich ja hoffen, oder? So, dann haben wir die nächste Frage. Eine Frage an den Lars. Apropos Nummer 1. Gestern hat der Ralf dir doch noch viel schwer gemacht, daran vorbeizukommen. Ne? Oder hast du irgendwelche gravierenden Fehler bei ihm gesehen? Nein, auf keinen Fall. Ist natürlich schwer, bereit, noch vorbeizukommen. Ich gebe natürlich alles, um das zu schaffen, aber das müssen wir uns beiden sehen. Jetzt war so eine Frage, die uns ja bei den anderen Talks auch so beschäftigt hat. Das war ja der Jens im Gespräch. Wir mal so gar nicht verstanden haben, dass so ein alter Hase, Fuchs. Fuchs, alter Fuchs, das wird ja langsam hier die Tiersendung. Abgeschiedene Räumlichkeit zur Ausübung des diskreten Schäferstündchens. Ich mach's so. Sieht's mal aus. Ja, passt. Okay, dann kannst du nachher zu deiner Frau fahren und sagen, ja, hab ich was gelernt. Und zwar heißt das
Varama Kamal. Und welchen Jahrhundert bist du durchgefahren? Ludi, oder war der letzte Türkei-Urlaub? Also das war vom Wechsel. Okay, dann, jetzt aber die letzten zwei Versuche. Nautrak, was heißt das? Nochmal. Nautrak, boah, der kann ja gar nichts. Aber hallo, heißt auf Österreichisch Nautrak. Okay, Ludi, das ist echt gut vorbereitet. Also, Schweißerl, sagt der auch nichts? Schweißerl. Du bist so in die Schweiz gefahren. Du fahrst Schweizer, auch. Alter, du verarschst mich. Nee. Er hat doch andere Griffe drauf, deswegen. Du willst nachgucken. Schweißer sagt dir auch nichts. Alter, du verarschst mich doch. Das sind Schweißfüße. Also, was habe ich nicht? Also. Ich bin nicht dafür, wenn du nur Sachen suchst, die, ja. Geht nicht in Österreich. Abianka auch nicht? Bitte? Abianka. Ja? Doch, du willst nicht zugehen. Also okay, wir lassen diese Deutsch-Österreich-Stunde weg. Wir haben aber gelernt, Christian geht nicht in den Laden rein. Ja? Kennt kein abgestandenes Bier oder keine Schweißfüße. Das ist jetzt mal gehen wir wieder zum Ernst der Sache wieder über, ja? Was ist mit dir heute? Noch gar keine Frage? Kein Hast du gar nicht mehr vorbereitet? Oh nö. Ich kann aber eine spontane, der hat noch los. Christian, ich wollte mal fragen, ihr hattet ja in Stuttgart dieses zusammen, bist du ja auch mit Martin Harnik zusammengetroffen, ich bin ja aus der Nationalmannschaft. Ja. Wie nach dem Spiel habt ihr euch dann mal unterhalten oder hast du gesagt, irgendwie. War jetzt so ein blödes Spiel, ich hab einen schönen Termin oder habt ihr euch noch irgendwie freundschaftlich unterhalten? Nee, da war keine Freundschaft. Also, er hat mir nachher angeboten, dass ich mit ihm, weil es nachher zum Nationalen gegangen ist, dass ich mit ihm noch im Zimmer kuscheln kann. Da war da wieder Freundschaft da, aber das habe ich dann ausgeschlagen. Wir haben schon über Lehrlinge gesprochen. Ja? Lehrlinge haben ja nie was gemacht. Das ist ja bei dir jetzt vorbei. Vergangenheit. Erste Pokalspiel. Ich bin okay, ne? Ja, super abgeschlossen. Wie war das Gefühl so? Wie viele Zuschauer waren drin bei dem Spiel? 21.000, ne? War schon ein Hammer Gefühl. Auf einmal die Trauer zum Ansatz zu drehen und dann alle am Feiern. Das war echt super. Also jetzt nur mal. Es kann ja gar nicht passieren, dass wir gegen einen Siebtligisten verloren hätten. Aber hast du mal so ein Gefühl gehabt, stell dir mal vor, die kommen einmal nach vorne, mir passiert eine Gurke und verlieren 1-0? Weil das kann ja gerade bei so unterklassigen Mannschaften ja mal passieren. Der eine oder andere hat es ja schon gemerkt, der Bundesligist. Das heißt, Torwart hast du nicht so ein Gefühl. Nein, ich wollte gerade sagen. Ja, also, ich glaube, gegen die hätte ich sogar noch nicht gespielt. Die waren nämlich auf der Fanfest und ich habe gehört, die haben bis 3 Uhr haben sie mit den Fans gefeiert und dann haben sie gespielt. Das hast du nicht gemacht, ne? Nein, nur nach dem Pokal. Ja, genau. Ja, das kommt mal 1000 Fragen. Wer? Ja. Ach, ja, gib Gas. Das fühlt sich jetzt wunderbar an, zu dem, was Rolf gesagt hat. Nämlich, ich bin immer sehr beruhigt, dass Schalke 04 der Rolf nicht spielt. Ja, wir brauchen ja einen Sarah hier. Ein Sarah, komm, hier. Du kannst alles, du bist Sarah. Das wird eine authentische Szene werden. Okay, also genauso wie damals, ne? Ja. Und jetzt kann Sarah sich noch einen aussichtslos scheinenden Ball einholen. Passt nach links herüber. Ja, Sekunde, also so wie du das jetzt vorgehst, müsste ich mich ja so bewegen. Wie die Österreicher wirklich. Ja, aber Sarah war noch das Spiel. Nein, Emotions, mein Freund, Emotions. Und jetzt kann Sarah sich noch einen aussichtslos scheinenden Ball einholen. Passt nach links herüber. Es gibt Beifall für ihn. Ganz schön! Danke und danke, vorbei, Fußball an seinen Bewachern. Ist im Strafraum. Schuss! Gehalten! Marschschuss! Kopfball! Damit haben wir die Schalke noch einmal wieder live miterlebt. Ich bin so stolz, dass ich diesen Moment noch mal miterleben durfte.